Ein recht herzliches Grüß Gott, mein Name ist Philipp Havlitschka von Havlitschka Immobilien und wir schauen uns heute in aller Kürze den Leonberger Bestandsimmobilienmarkt der letzten 4 Wochen an. Wie wir wissen, war Corona das Thema des letzten Jahres und Sie werden gleich sehen, dass auch die Auswirkungen hier und heute noch deutlich zu sehen sind. Wir beginnen unsere Betrachtung mit den Wohnungen. In den letzten 4 Wochen sind in Leonberg insgesamt 10 Wohnungen das erste Mal am Markt angeboten worden, was außerdem 4 Wohnungen weniger sind als im selben Zeitraum noch vor 12 Monaten. Die Spanne der Angebotspreise lag zwischen 3.041 und 4.610 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Im Durchschnitt sprechen wir also über einen aktuellen Quadratmeterpreis von 3.802 Euro. Letztes Jahr lag genau dieser Durchschnitt noch bei 3.696 Euro pro Quadratmeter. Wir sehen also doch, dass der Angebotspreis im Vergleich zu vor 12 Monaten zwar etwas gestiegen ist, aber lang nicht mehr so deutlich, wie das die letzten paar Jahre der Fall gewesen ist. Vielleicht liegt das Ganze auch daran, dass der Kauf eines Hauses mit Garten als Auswirkung der Lockdowns im Frühling und auch jetzt als doch deutlich erstrebenswerter betrachtet wird. Weil wenn wir uns die 6 angebotenen Häuser der vergangenen 4 Wochen anschauen und das Ganze mit den Zahlen von Januar 2020 vergleichen, ist der durchschnittliche Angebotspreis pro Quadratmeter doch erheblich gestiegen. Lagen wir 2020 bei einem um 2 Ausreise bereinigten durchschnittlichen Angebotspreis von 4.087 Euro pro Quadratmeter, reden wir heute über fast 800 Euro mehr, die pro Quadratmeter Wohnfläche aufgerufen werden. In genauen Zahlen reden wir von einer Preisspanne zwischen 3.571 und 7.273 Euro pro Quadratmeter, was einen durchschnittlichen Angebotspreis von 4.855 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche bedeutet. Nachdem sich der durchschnittliche Quadratmeterpreis in den vergangenen Jahren auf einem recht konstanten Niveau eingependelt hatte, ist das jetzt doch ein signifikanter Anstieg, der sicherlich auch auf die Folgen der Coronavirus-Pandemie zurückzuführen ist. Haben Sie Fragen oder möchten Sie wissen, was Ihre Immobilie gerade wert ist? Dann rufen Sie mich sehr gerne an oder schreiben Sie mir eine Nachricht. Das war's für heute. Mein Name ist Philipp Havlitschka von Havlitschka Immobilien. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.